Mein Thema lautet Gleichberechtigung im Beruf zwischen den Frauen und den Männern. Unter Gleichberechtigung versteht man, dass die Frauen und die Männer gleiche Position im Beruf haben. Also früher, vor 100 Jahren, durften die Frauen nicht studieren oder arbeiten. Ja. Die Frauen beschäftigten sich nur mit 3K, Küche, Kinder und Kirche. Das heißt, die Frauen durften nur in der Küche arbeiten, das heißt kochen. Und dann Kinder bedeutet, die Kinderbetreuung gehörten zu der Aufgabe der Frauen. Und Kirche, das heißt, die Frauen durften nur in die Kirche gehen. Aber nach der Emanzipation können die Frauen bis jetzt oder heutzutage studieren, in die Universität gehen oder sogar arbeiten. Das war die Gleichberechtigung. Und jetzt spreche ich über die Situation in meinem Heimatland in Indonesien. Also in Indonesien haben wir noch starke Hierarchie. Das heißt, viele Männer stehen noch oft in der Führungsposition. Es gibt aber auch viele Firmen, die von einer Frau geleitet werden. In manchen Firmen gibt es noch unterschiedliches Gehalt. Das heißt, die Männer bekommen mehr und Frauen bekommen weniger. Das ist unfair, ja, sedikit tidak adil. Sie haben ja gleich gut ausgebildet und die Frauen sollten ja gleich gezahlt, genauso gleich wie Männer gezahlt werden. Es sollte keinen Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen. War die Situation in meinem Heimatland. Jetzt spreche ich über die Beispiele von Gleichberechtigung im Beruf. Früher waren sehr tabu, dass die Frauen im Bereich Politik arbeiteten. Aber heutzutage können wir sehen, im Parlament gibt es so viele Ministerinnen, so wie Ibu Susi Pujiastuti oder Ibu Retno. Es gibt noch Siti Fadila früher, ja, so viele Ministerinnen. Oder wir in Indonesien hatten früher eine Präsidentin, und zwar Ibu Megawati Soekarno Putri. Es gibt noch viele Frauen, die Männerberufe ausüben. Zum Beispiel, es gibt heute so viele Ingenieurinnen oder Pilotinnen. Oder andersrum, dass die Männer arbeiten in Frauenberufe, wie Krankenpfleger oder was noch. Es gibt so viele Lehrer in der Schule oder Erzieher im Kindergarten und so weiter. Ihrer Mutter. Können die Frauen steile Karriere haben? Ich glaube, das ist möglich. Solange die Frauen Balance zwischen Familie und Beruf haben, oder das heißt, sie können zwischen Familie und Berufe unter einen Hut bringen. Dazu brauchen die Frauen Unterstützungen, zum Beispiel von einem Kindermädchen, die
immer dabei können sein können, um ihre Kinder zu kümmern. Ach, es wäre besser, wenn die Rolle im Haushalt verteilt werden. Das heißt, viele Hausarbeit oder Haushaltarbeit sollten nicht nur Frauensache sein. Die Männer können auch aktiv beteiligen. Zum Beispiel, die Männer können Geschirr spülen oder Staubsaugen. So kleine Sache. Ja, das heißt nicht nur Frauen, die alles machen sollten. Ja, das war mein Vortrag. Ich hoffe, ihr könnt viele Informationen erhalten. Also, dann ihr bekommt auch viele Input für eure Prüfung und toi toi toi. Sehen wir uns wieder im nächsten Video. Also tschüss!